Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Aussortiert-Video. Ja, ich habe mich auf dem Weg ins Badezimmer gemacht, mich durch mein Badezimmer gewuschelt und habe dort Produkte aussortiert, mit denen ich nicht mehr oder mit denen ich generell gar nicht zufrieden war oder halt nicht mehr zufrieden bin. Das kann ja auch schon mal passieren. Und ja, ich werde euch jetzt auf jeden Fall jedes einzelne Produkt zeigen und euch auch dazu etwas erzählen, wieso das für mich ein Produkt ist, was ich nicht mehr benutzen werde und auch nicht mehr nachkaufen werde. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ja, wir fangen direkt an, ohne großes Taram. Und zwar habe ich jetzt hier ein Produkt, von dem bin ich wirklich maßlos enttäuscht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich generell mit dieser Marke eigentlich immer sehr zufrieden bin. Und zwar dieses Sundance Aloe Vera Aprigel. Das ist so ekelhaft. Also ich habe ja wirklich von Sundance habe ich meine Sonnencreme, ich habe mein Apri-Fluid, ich habe die Kinder benutzen Sundance Sommerprodukte. Ich habe diesen Lippenbalsam davon. Ich habe ja von Sundance, also generell bin ich damit sehr zufrieden. Mit allem eigentlich bisher. Bis ich dann dieses Produkt gekauft habe. Und ich war wirklich, wie gesagt, ich bin maßlos enttäuscht. Da steht drauf, dass es hautberuhigend und kühlend ist. Das kann ich noch bestätigen. Das denke ich, wird das wohl auch sein. Aber dann geht es schon los. Nicht fettend und schnell einziehend. Und das ist eine Sache, die auf diesem Produkt eigentlich nichts zu suchen hat. Also das sollte nicht da drauf stehen, weil es nämlich nicht so ist. Und ich habe mir das gekauft, weil ich halt immer so die ersten paar Male in der Sonne immer reagiere und immer einen leichten Sonnenbrand habe. Trotzdem, dass ich mich halt mit einer ja, Sonnenschutzcreme eincreme. Und ich habe mir gedacht, ich habe auch dieses SOS Anti-Hautrötung von Sundance. Das ist super, das stinkt zwar, aber es hilft. Aber ich habe mir gedacht, Aloe Vera, das kann natürlich auch nicht verkehrt sein. Das gibt ja nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit ab und wie gesagt, das soll halt die Haut beruhigen. Gerade wenn man so ein bisschen Sonnenbrand hatte oder generell, wenn man in der Sonne war, sollte man seine Haut ja danach pflegen, ne? Weil die Haut ja schon auch ein bisschen leidet. So, also bin ich dann halt losgezogen und habe gedacht, du brauchst etwas, was auch so ein bisschen so einen kühlenden Effekt hat und bin dann halt auf dieses Produkt gestoßen. Und als ich dann den ganzen Tag in der Sonne lag und wie es halt so ist, hatte ich abends einen leichten Sonnenbrand an den Armen und auch an den Beinen. Und habe gedacht, hey, da hast du etwas super Tolles gekauft, das probierst du jetzt aus. Und dann habe ich dieses Aprigel halt benutzt. Was eigentlich sehr praktisch ist, durch diese Pumpflasche, finde ich sehr, sehr praktisch, dass man da nicht jedes Mal diese ganze komplette Tube anpacken muss. Und dann flutscht, wenn man dann schon vorher gecremt hat, flutscht die aus der Hand oder es kommt zu viel raus. Und so kann man das wirklich sehr gut so ein bisschen dosieren. Also das finde ich schon sehr praktisch. Allerdings ist es dann so, dass es nicht einzieht. Und dass es klebt wie verrückt. Es ist wirklich ekelhaft. So klebt das. Und es riecht halt nach Aloe Vera. Der Duft ist dann auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wobei ich das jetzt nicht ganz so schlimm fand, weil nicht jedes Produkt muss halt gut riechen, um gut zu sein. Aber die Tatsache, dass es halt wirklich ewig gedauert hat, weil ist es gar nicht eingezogen. Ich stand da oben im Badezimmer und habe darauf gewartet, dass es einzieht. Es soll ja schnell einziehen, so steht es ja da drauf. Aber es zog nicht ein und es hat so fies geklebt und die Klamotten klebten fest. Und ich hatte irgendwann keine Lust mehr, noch stundenlang im Bad zu stehen, bis es eingezogen ist. Habe mich dann einfach angezogen und habe dann die ganze Zeit so ein ganz fieses Gefühl gehabt. Also es klebte alles. Man konnte wirklich, wenn man so die Hand draufgelegt hat, es war richtig klebrig. Und dann habe ich das genommen und habe es sofort in meine Aussortiertüte geschmissen. Ich habe es wirklich nur einmal benutzt. Und ich möchte nur kurz noch dazu sagen, dass das, was ich hier sage, das sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin von keinem dafür bezahlt worden. Es hat mir auch keiner vordiktiert, dass ich das sagen soll. Das ist alles, was ich euch hier erzähle, ist meine persönliche Erfahrung. Und für mich ist dieses Produkt nichts. Ich gehe mal davon aus, dass das generell so ist, dass es klebt und nicht einzieht, weil es kann ja nicht sein, dass nur eine Flasche so ist und ich habe die dann halt gekauft. Deswegen, jeder, der schon mal überlegt hat, sich das zu kaufen, dem würde ich halt raten, es nicht zu kaufen und lieber etwas anderes zu kaufen. Empfehlenswert finde ich, wie gesagt, von Sundance diese SOS Anti-Hautrötung. Das ist so ein Lotion, die beruhigt und das hört dann auch auf zu jucken und es kühlt auch ein bisschen und es versorgt halt die Haut mit Feuchtigkeit. Oder eben, wenn man auch ein bisschen Schimmer vertragen kann, würde ich auch dieses Apri-Fluid mit dem Kokosduft von Sundance nehmen. Wie gesagt, das hat so einen ganz leichten Schimmereffekt. Da finde ich das wirklich viel, viel besser als
dieses hier. Deswegen, das kommt nachher in Müll. So, dann wissen natürlich viele meiner Abonnenten, dass ich zurzeit Riesenfan von Garnier Wahre Schätze Shampoo bin. Und da gibt es ganz verschiedene. Da gibt es mit Ahornbalsam, da gibt es mit Kamille, da gibt es mit Olive, da gibt es mit grünem Tee, mit Reismilch oder Hafermilch. Das ist so ein weißes, das benutze ich im Moment sehr gerne. Und ich habe, wie gesagt, habe ich glaube schon mal in einem Video gesagt, habe ich schon alle Shampoos ausprobiert. Und natürlich ist jedes einzelne Shampoo für ein spezielles Haarproblem oder eben für kein Haarproblem, weil man kann ja auch normales Haar haben, wo man keine Probleme hat. Und ich habe trotzdem alles durchweg ausprobiert. Und zwei Produkte, das hatte ich euch ja schon mal gesagt, bin ich super begeistert von. Und eins, das war dann auch schnell aussortiert. Und zwar ist das das Grüne mit grünem Tee und fünf Pflanzen. Und dann auch passend dazu die Spülung. Ihr seht, dass das jetzt so ja, halb leer ist. Das liegt einfach daran, dass ich natürlich nicht immer direkt nach dem ersten Haare waschen urteile, sondern ich versuche das schon ein paar Tage mehr zu benutzen, um einfach zu schauen, vielleicht braucht es einfach ein bisschen länger. Aber es war wirklich so, dass ich nach dem Haare waschen das Gefühl hatte, dass ich unter sehr starkem Spliss neige. Also die Haare sahen auch komisch aus, so gekräuselt und irgendwie ungepflegt. Und die Haare waren danach immer sehr stumpf und die fühlten sich auch ganz ungesund an. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das tut nichts Gutes für mein Haar. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das natürlich auch für normales Haar ist zur täglichen Haarpflege. Reinigt die Kopfhaut und verleiht dem Haar Glanz, Leichtigkeit und Vitalität. Also Glanz würde ich jetzt nicht sagen, meine Haare waren eher stumpf. Leichtigkeit und Vitalität. Es ist halt so, dass trotzdem, dass ich diese Spülung benutzt habe, trotzdem mit dem Kamm nach dem Haare waschen, bevor ich dann halt föhne, nicht durch meine Haare gekommen bin. Und wie gesagt, meine Haare fühlten sich die ganze Zeit einfach kaputt und stumpf an und die sahen eben auch ziemlich ungepflegt aus. Deswegen, ich weiß, dass natürlich mein Haar nicht normal ist. Ich habe eher dünnes Haar und schweres Haar, würde ich jetzt auch sagen, weil es halt immer sehr runterhängt, obwohl es halt sehr, sehr dünn ist, aber es ist halt immer platt. Und ich weiß natürlich, dass dieses Shampoo dann nichts für meine Haare ist und wahrscheinlich deswegen so, ja, ich dann halt dieses Problem nach dem Haarewaschen hatte. Das mag sein. Trotzdem ist es halt ein Produkt, was ich aussortiert habe, weil ich damit selber nicht zufrieden bin. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. Es kann natürlich sein, dass Menschen, die normales Haar haben, gibt es Menschen, die normales Haar haben? Das wüsste ich ja auch mal gerne. Falls einer von euch wirklich normales Haar hat, ohne Probleme, dass ihr wirklich, dass sie nicht zu dünn sind, nicht zu dick sind, dass sie nicht gekräuselt sind, dass sie nicht schnell fettend sind oder dass sie nicht zu trocken sind, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, die normales Haar haben, wo nichts, aber auch gar nichts verkehrt an den Haaren ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht, wie gesagt, schreibt es mir mal unten in die Kommentare, ob es einen von euch gibt, der wirklich normales Haar hat. Und vielleicht habt ihr Lust, mir zu erzählen, wie es denn ist mit normalem Haar. Weil ich mit meinen Haaren, ich bin einfach, es ist schlimm. Also es ist ja wirklich, dass ich immer gucken muss, was passt zu meinem Haar. Und deswegen Garnier Wahre Schätze, grüner Tee mit fünf Pflanzen, ist für mich durchgefallen, für mein Haar nicht geeignet. Wenn jemand genauso ein Haar hat wie ich, der sollte dieses Produkt auf jeden Fall nicht benutzen. Ja, dann habe ich von Neutrogena dieses Hydro Boost habe ich aussortiert. Ihr seht, da ist wirklich nicht mehr viel drin und das landet auch gleich nicht wieder in meinem Badezimmer. Das kommt im Müll, weil ich damit auch nicht zufrieden bin. Ich hatte mir das damals gekauft, weil ich ja sehr trockene Haut habe und ich dachte, so ein Hydro Boost, also so eine Feuchtigkeitsbooster, den brauchst du für deine Haut. Und bei mir ist das auch so, dass ich immer von einer Serie alle Produkte kaufe, damit falls ich es nicht vertrage, dann nicht erst rumprobieren muss, welches Produkt ist jetzt schuld, dass ich zum Beispiel Pickel kriege oder dass meine Haut so spannt oder so. Deswegen kaufe ich immer mehrere, also immer die ganze komplette Produktreihe von einer Marke, damit ich weiß, falls ich nicht damit zurechtkomme, dass ich halt die komplette Serie austauschen muss. Ja, und da hatte ich mich eigentlich riesig drauf gefreut. Spendet Feuchtigkeit, reinigt und erfrischt für spürbar geschmeidige Haut mit Hyaluronsäure von Neutrogena. Das war ein neues Produkt, deswegen hatte ich das auch mitgenommen. Und wie gesagt, dazu dann auch das Micellenreinigungswasser.
Aber also ich muss ganz ehrlich sein, ganz ehrlich. Ich hatte das zuerst ausprobiert, ich glaube so 3, 4 oder 5 Tage und habe gedacht, wow, also das ist ein Produkt, das, was du brauchst und das du dir auf jeden Fall nachkaufen musst. So war es aber dann so nach einer Woche, dass es dann so anfing, nachdem ich mich dann damit gereinigt habe, also mein Gesicht gereinigt habe, dass es gespannt hat, dass es gebrannt hat, dass viele Stellen sehr, sehr trocken geworden sind. Und ich hatte halt auch auf einmal wieder ja, zu Pickel geneigt. Hautunreinheiten würde ich das jetzt nennen. Und meine Poren waren auch irgendwie vergrößert, würde ich jetzt sagen. Und das Schlimmste aber war, weswegen ich das dann halt aussortiert habe, dieses Spannungsgefühl, das war wirklich ganz schlimm. Und diese trockenen Stellen, teilweise auch rot. Und das war dann auch, wenn ich mich dann mit diesem Gesichtswasser dann gereinigt habe, dass mein Gesicht auch gebrannt hat, also richtig gebrannt. Und ich hatte dann auf der Stirn und auch hier oder am Kinn, dass das richtig rot gewesen ist. Und ich hatte dann auch die Creme davon gekauft und habe mir dann natürlich auch immer nach der Pflege die entsprechende Creme aufgetragen. Einmal die Tagescreme morgens und die Nachtcreme dann abends. Und trotzdem, also es wurde nicht besser. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass meine Haut noch schlimmer wurde. Und deswegen habe ich das dann auch sofort aussortiert und habe mir dann ein vergleichbares anderes Produkt gekauft. Da kann ich euch aber jetzt gerade gar nicht sagen, wie es auf jeden Fall Skin Active. Ist das auch von Neutrogena oder ist das von Garnier? Nee, ich glaube, von Garnier ist das. Und da habe ich mir jetzt auch einmal dieses Reinigungsgel, das ist kein Wasser, sondern Gel, dann die Reinigungsseife, also dieses Waschgel und Tages- und Nachtcreme. Und das benutze ich jetzt schon seit bestimmt 4 Wochen. Ich habe mir das auch schon erneut nachgekauft. Super Produkt. Also da werde ich wahrscheinlich auch nichts Neues mehr ausprobieren. Das ist ein Produkt, also wo meine Haut mit super zurechtkommt und das wird dann auch auf jeden Fall weiter Bestandteil meiner Gesichtspflege sein. Aber wie gesagt, dieses Neutrogena, da bin ich wirklich enttäuscht. Also das, obwohl ich ja die ersten paar Tage wirklich überrascht war, positiv überrascht war, aber jetzt weiß ich natürlich nicht, woran das lag, dass es die ersten 5 Tage so super war und dann nach einer Woche auf einmal sich so ins Gegenteil gekehrt hat. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Hydro Boost, ja, sollte Feuchtigkeit spenden. Aber wie gesagt, für mich war das nichts. Und deswegen muss das weichen. Also das landet auch wirklich gleich im Müll. Ne? Das landet nicht wieder in mein Badezimmer, weil das kann ich nicht gebrauchen, weil das unangenehm für mich auf der Haut ist. So, was haben wir denn noch? Ah, von John Frieda. Ein Sheer Blond Go Blonder, ein stufenweises Blond-Aufhellungsspray. Totaler Quatsch, Leute. Das ist wirklich totaler Quatsch. Ich habe es ein paar Mal benutzt. Das stinkt so dermaßen. Das stinkt irgendwie wie. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und zwar hatte ich mir das geholt wegen meinem Ansatz, dass ich halt. Weil ich gehe zwar regelmäßig zu meinem Friseur, also immer so alle 6 bis 8 Wochen, aber es ist halt dann schon so, dass meine Haare ziemlich gewachsen sind und ich dann halt auch einen Ansatz habe. Und ich habe gedacht, dass man damit eben diesen Ansatz so ein bisschen kaschieren kann. Kann man nicht. Ist totaler Blödsinn. Also das funktioniert nicht. Für alle Blondtöne erzielt ein natürlich aussehendes, helleres Blond. Ich habe es mir natürlich nicht nur auf den Ansatz gesprüht, ich habe es mir komplett auf die Haare gesprüht. Es bringt wirklich gar nichts. Also damit tut man seinem Haar, glaube ich, auch keinen Gefallen, weil es belastet dann eher das Haar, macht es schwerer. Und nee, also wie gesagt, totaler Blödsinn. Ich kann es nicht empfehlen. Das ist ja Humbug. Da will uns einer was erzählen, was ja, was nicht richtig ist. Wie es halt nicht ist. So. Dann, ja, das ist auch. So ein Produkt, von dem ich eigentlich enttäuscht war, von Syoss, dieses Trockenhaarspray. Ja. Zum Ausbürsten einen extra Tag Frische, ohne nachzufetten und ohne Haare waschen. Für schnell nachfettendes Haar. Das habe ich mir gekauft, weil ich hatte mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn ich meine Haare eben nicht jeden Tag wasche, sondern jeden zweiten Tag nur wasche und dann halt an dem Tag, wo ich sie nicht wasche, ein Trockenshampoo benutzen kann. Sofern ich ein gutes Trockenshampoo finde. Und
Bei mir ist das Problem, ich muss sie halt schon jeden Tag waschen, weil ich sehr, sehr schnell fettendes Haar habe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe sie jetzt heute Morgen unter der Dusche natürlich gewaschen, geföhnt und es ist wirklich, wenn ich morgen früh aufstehe, dann sehen meine Haare aus, als hätte ich sie schon 2 Tage nicht gewaschen. Und deswegen habe ich mir von Zios, das ist ja eigentlich auch eine gute Marke, dieses Trockenshampoo gekauft und habe das dann auch mal ausprobiert. Und das ist auch totaler Blödsinn. Also ich habe es so gemacht, wie es hier draufsteht. Erstens mal riecht es gar nicht so gut. Und dann hat man das Problem, dass man natürlich nicht nur gezielt die Haare trifft, sondern man trifft natürlich auch andere Sachen. So ist es dann zum Beispiel, dass es auf diesem Boden, dass es dann halt auch auf dem Boden sprüht oder die Klamotten besprüht. Und das finde ich schon. Oh. Habt ihr das gehört? Da hat sich gerade einer tierisch aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Also hier ist manchmal was los. So, Entschuldigung. Auf jeden Fall. Wie gesagt, habe ich das Trockenshampoo ausprobiert. Es landete überall, nicht nur auf dem Kopf. Und es hat die Haare auch sehr beschwert und die Haare auch so ein bisschen. Es fühlte sich an, als hätte man so Staub auf dem Kopf. Also es war irgendwie ganz, ganz komisch. Und es war trotzdem fettend und der Kopf hat gejuckt. Und das ist halt dann auch ein Produkt für mich, was ich ja nicht dann unbedingt benutzen muss. So. So, da ich aber, wie gesagt, ja auf der Suche war nach einem Produkt, das mir es erspart, jeden Tag die Haare zu waschen, habe ich mir von Balea das Trockenshampoo gekauft. Griffigkeit und Volumen für frisches Haar ohne Waschen. Jetzt ist es ja so, dass ich, wie gesagt, ja auch sehr feines Haar habe und sehr plattes Haar habe und deswegen hatte ich dann gedacht, nimmst du mal das mit dem Volumen. Aber Trockenshampoo ist, glaube ich, generell einfach gar nichts für mich. Also es riecht schon viel angenehmer als das andere. Aber wie gesagt, es ist irgendwie, es ist mit einem Vanilleduft, sehe ich gerade. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so ein Trockenshampoo ja eher die Haare beschwert, als dass sie es so anfühlen lässt, als hätte man sie frisch gewaschen. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Und das ist dann eben einfach nichts für mich. Deswegen ist auch dieses Trockenshampoo aus meinem Badezimmer verschwunden. Es kann ja natürlich sein, dass einige von euch mit diesem Shampoo super zufrieden sind. Ne? Wie gesagt, das sind immer alles meine privaten und ganz eigenen Erfahrungen. Deswegen, ja. Ne? Nicht, dass er mich jetzt hier gleich ja, beschimpft oder so, dass ich extra was Schlechtes über diese Sachen sage. Das ist, wie gesagt, wirklich alles eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Was natürlich nicht heißt, dass alle anderen Millionen Menschen auf dieser Welt genau derselben Meinung sind. So, und da wir ja schon mal beim Trockenshampoo waren, ich finde gerade, das ist ein bisschen viel, Trockenshampoo habe ich von Batiste, hatte ich mir dieses Trockenshampoo auch gekauft, extra für blondes Haar. Das gibt es ja für braunes Haar, für blondes Haar und ich glaube, es gibt es neutral mit einem besonderen Duft und ich hatte mir eben das genommen für blondes Haar. Ja, und hatte mir eigentlich auch viel mehr versprochen, als es dann gebracht hat. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe das wirklich nur einmal ausprobiert. Und da kommt dann, seht ihr das hier vorne an der Düse, da kommt nämlich dann auch so Farbe raus und dann habt ihr auch alles versaut. Also wenn ihr nicht aufpasst auf eure Klamotten oder halt auf die Armaturen oder generell Einrichtungen im Badezimmer, habt ihr dann auch ganz schnell das komplette Badezimmer versaut. Deswegen ist das für mich auch nichts. Jetzt werde ich mir auch wahrscheinlich gar kein Trockenshampoo mehr kaufen. Ich werde es jetzt einfach lassen. Ich werde jetzt regelmäßig immer noch, wie sonst auch, jeden Tag meine Haare waschen. Und fertig ist das Ding. Bevor ich jetzt noch mehr Geld ausgebe für irgendwelche Trockenshampoos, die, ja, mit denen ich nicht zurechtkomme und die eben nicht für mich das sind, was ich erwarte. So, dann habe ich aussortiert von Nivea ein Volumen Schaumfestiger. Mensch, ich war jetzt gerade am Überlegen, wie dieses Produkt nochmal heißt. Das ist auch schon fast voll. Ja, Schaumfestiger musste ich feststellen, ist nichts für mein dünnes Haar. Beschwert nur Volumen Sensation, könnt ihr auch vergessen. Also Volumen bekommt er davon auch nicht. Steht auch extra strong und ich habe das Gefühl, man macht es ja in das feuchte Haar und föhnt die Haare dann und trotzdem hat man immer so stellenweise, wo das dann so hart ist, wo man merkt, dass da halt ja schaumfestiger drin ist. Es ist halt fies irgendwie. Es sieht dann aus, als hätte man sich Haargel in die Haare geschmiert oder als hätte man sich vorgenommen, einen strähnigen Look zu kreieren. Deswegen benutze ich generell gar keinen Schaumfestiger. Also ich
ist jetzt nicht nur Nivea Schaumfestiger, den ich nicht in Ordnung finde, sondern ich kaufe jetzt gar keine Schaumfestiger mehr, weil wir benutzen alle keinen Schaumfestiger, es bringt einfach nichts. Dann lieber mache ich es lieber so, dass ich mir meine Haare über Kopf föhne, dann kriegen die ein bisschen Volumen und mache mir dann vielleicht ein Haarspray rein, aber auch nur von ganz weit gesprüht, damit es halt nicht verkletscht. Ich habe jetzt kein Haarspray drin, ich bin jetzt auch so zufrieden, aber damit sehe ich halt aus wie ein begossener Pudel. Ja. Dann habe ich mir von Garnier das Micellenreinigungswasser gekauft, extra in einer kleinen Flasche, einfach um auszuprobieren, weil ich ja, wie gesagt, diese Hautprobleme habe und immer gucken muss, was für mich das Beste ist. Und dieses Produkt ist eben auch nichts für mich. Und ihr seht, dass da auch nicht so viel raus ist. Ich habe es mehr als einmal benutzt. Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der schnell aufgibt, aber es funktioniert nicht. Erstens mal hatte ich zum Beispiel, dass meine Augen davon gebrannt haben und meine Haut natürlich wieder sehr gespannt war und trocken war und auch gebrannt hat. Also ich weiß, es ist für normale und empfindliche Haut. Trotzdem finde ich es für meine Haut immer noch viel zu scharf. So möchte ich das jetzt mal nennen, weil es wirklich richtig gebrannt hat. Ich habe einfach eine, ja, bekloppte oder entschuldigt bitte, eine beschissene Haut bekommen, dass ich selbst ein Produkt für empfindliche Haut nicht vertrage. Ich weiß nicht warum. Deswegen habe ich es auf jeden Fall aussortiert. Es gibt genug Menschen, die mit diesem Micellenreinigungswasser super zufrieden sind. Wie gesagt, es ist halt auch immer eine Sache des Typs, ne? Also bei mir ist es eben so, dass meine Haut es nicht verträgt und ich damit nicht zurechtkomme und ich keine Lust habe, nach meiner Gesichtsreinigung das Gefühl zu haben, dass meine Haut, dass ich gerade frisch... ja, jetzt klingelt noch das Telefon. Ja, es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die mit diesem Produkt zufrieden sind, die vielleicht auch gar nichts anderes mehr benutzen. Aber für mich persönlich ist dieses Produkt eben nichts. So, dann hatte ich mir von Diadermin eine CC-Creme gekauft gegen einen fallen, unregelmäßigen Ton mit Pigmentstörungen. Das habe ich leider, das habe ich jetzt nochmal vermehrt festgestellt, als ich dann im Garten war. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen, aber es ist wirklich so, dass ich hier oben, dass es nur noch so bis hier braun wird und der Rest weiß bleibt. Und das sieht dann immer so ein bisschen aus wie so dreckig. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr versteht, wie ich das meine. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch auch. Und das hatte ich letztes Jahr schon mal bemerkt, allerdings nicht so schlimm wie dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, das wird irgendwie von Jahr zu Jahr schlimmer. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass meine Mutter das auch hat. Die hat das auch hier so, dass da so eine Stelle am, oben an der Stirn einfach nicht mehr braun wird. Und wenn sie dann halt so viel in der Sonne ist, sieht das immer aus, als wäre sie hier so dreckig, als hätte sie hier so einen Schmutzrand, weil alles halt braun ist, bis da, wo dann diese, ja, wo dann diese Pigmentstörung anfängt, so würde ich das jetzt eigentlich nennen. Also es sieht halt komisch aus. Und bei mir mittlerweile auch. Mein Mann sagte ja, vielleicht hast du einfach die Haare im Gesicht gehabt. Nee, ich habe natürlich einen langen Pony. Das heißt, dass meine Haare immer rechts und links. Und wenn ich natürlich in der Sonne bin, mache ich mir einen Zopf. Deswegen war meine Stirn schon frei. Und ich habe das dann, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich habe das dann auf jeden Fall hier so, dass das hier so rüber geht. Und das alles, was da drüber ist, also über dieser Grenze, wird gar nicht mehr braun. Und dann sieht das so aus, wenn ich mich nicht geschminkt habe oder frisch aus der Sonne komme, als hätte ich mich nicht gewaschen, als hätte ich hier so ein ganz schwarzes Gesicht und hätte dann hier so einen Schmutzrand. Naja, aber weil ich das halt beim letzten Mal schon ein bisschen ja, festgestellt hatte und eben auch so ein bisschen vorbelastet bin, sofern es vererbbar ist, ich weiß es ja nicht, habe ich mir hier diese Creme geholt. Ist aber auch totaler Blödsinn, bringt gar nichts. Sichtbare Verschönerung des Tons. Nee, kann ich gar nicht sagen. Im Gegenteil, irgendwie wurde meine Haut davon ganz fettig. Also die hat auch richtig gefett und das dauerte ewig, bis die eingezogen ist. Und kaufe ich auf jeden Fall. Ist auch schon ausgetrocknet. Weiß dann irgendwann nicht mehr. Es ist schon so eine
So eine fettige. Nee, kommt jetzt gleich auch in den Müll. Weg damit. Ist nichts für mich. Kann ich nicht gebrauchen. Dann ein Forming-Wasser von Balea hatte ich mir mal gekauft für Volumen und Halt, mehr Festigkeit. Weil ich ja immer dieses Problem mit meinem dünnen Haar habe. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und ich glaube, es sind auch fast nur Haarprodukte oder überwiegend Haarprodukte. Das tut mir auch furchtbar leid. Aber das sind halt so Produkte, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe. Und das sind halt die Produkte, mit denen ich nicht zufrieden bin. Und da war eben auch dieses Forming-Wasser dabei. Und das ist auch totaler Blödsinn, weil das klebt und macht überhaupt gar nicht voluminös. Und es hält auch nicht, weil ich dachte, so ein Spray, vielleicht ist das besser, wie wenn man sich Haarspray oder Gel in die Haare macht oder ein Schaumfestiger, dass das halt nicht so beschwerend ist. Aber es ist, es erfüllt eben nicht seine Versprechungen. Oder es erfüllt nicht meinen Erwartungen. Vielleicht sollten wir das so formulieren, bevor es hier gleich wieder irgendeinen Shitstorm gibt oder so. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall ist das auch ein Produkt, was ich jetzt nicht empfehlen würde, was man nicht unbedingt braucht, ist für mich nutzlos. Also dann sollte man sich vielleicht doch einfach damit abfinden, dass man dünnes Haar hat und dass es eben so ist, wie es ist. Ja, und dann haben wir schon ein letztes Produkt. Ich habe echt gedacht, es wäre mehr, aber wir sind auch schon fast bei einer halben Stunde durch mein Gequatsche. Habe ich mir nämlich dieses Make-up, also nee, die, ja, diese Foundation gekauft von L'Oréal Paris, Glam Beige. Das ist ja so ein neues Produkt gewesen und zwar in Medium Light. Und da habe ich mir auch viel mehr versprochen, als es letztendlich dabei rausgekommen ist. Es ist sehr leicht, also es sieht nicht angemalt aus, aber es deckt halt auch dementsprechend nicht ab. Also ich hatte das Gefühl, dass ich einfach nur so eine leicht getönte Tagescreme aufgetragen habe. Und das ist natürlich auch nicht etwas, was meinen Erwartungen entspricht. Also ich möchte natürlich schon auch einiges mal so damit abdecken. Also es gibt jetzt nicht so viel bei mir abzudecken, aber ich möchte halt schon, dass mein Gesicht ebenmäßig aussieht. Und damit war das irgendwie, wie gesagt, als hätte man sich einfach eine leicht getönte Creme aufgetragen. Das war auch irgendwie über Tag ganz schnell weg, also eingezogen, wie gesagt, wie eine Tagescreme. Und deswegen habe ich das dann auch wieder aussortiert. Und mir gedacht, ich bleibe einfach bei der Foundation und bei dem Make-up, was ich halt immer benutze und mit dem ich halt zufrieden bin. Ich sollte da wirklich jetzt langsam mal aufhören, irgendwie zu experimentieren, weil das bringt, glaube ich, nichts. Ich habe ein Produkt gefunden, womit ich zufrieden bin und da sollte ich bleiben. Und deswegen sage ich euch, kann ich dieses Produkt auch nicht empfehlen. Allerdings, wie gesagt, ist das einfach nur eine persönliche Meinung von mir. Wer natürlich einfach nicht geschminkt aussehen möchte oder möchte einfach nur ein bisschen gebräunt aussehen oder halt erfrischt aussehen, dem kann ich das schon empfehlen. Wenn ihr nicht viel vorhabt, damit abzudecken oder keine großen Ansprüche habt, dann würde ich das auf jeden Fall benutzen, weil es wirklich ein sehr leichtes Produkt ist und man kaum merkt, dass man dieses Produkt aufgetragen hat. Ansonsten, wer so ist wie ich, dass man halt schon das Gefühl haben muss, dass man damit einiges abdeckt, dann ist dieses Produkt nichts. Ja. So, das war mein Aussortiert-Video. Viel Gequatsche, aber wie gesagt, so hatte ich mir mein Video vorgestellt, dass ich euch eben über diese Produkte viel erzähle, weswegen ich sie halt aussortiert habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht habt ihr Lust, noch mehr Videos zu sehen, weil es wird mit Sicherheit bei mir, ich bin ja wie gesagt sehr experimentierfreudig, immer wieder Produkte geben, die ich aussortiere. Ich muss jetzt auch demnächst mal schauen, meine Riesenschublade mit dem ganzen Kosmetikkram. Da ist auch einiges schon sehr lange auf, was ich jetzt aussortieren möchte, weil man ja natürlich schon alle 12 bis 24 Monate gucken sollte, dass man geöffnete Kosmetikprodukte nicht weiter verwendet. Und da lege ich auch großen Wert drauf. Gerade weil meine Haut auch sehr empfindlich ist, habe ich da immer ein bisschen Angst, wenn ich jetzt wirklich Produkte noch benutze, obwohl sie schon 12 oder 24 Monate auf sind, was glaube ich bei mir gar nicht der Fall ist. Aber manchmal weiß man es einfach nicht mehr und dann bin ich eher so, dass ich es, gerade so Produkte, die man nicht so häufig benutzt, ne, die macht man irgendwann auf und dann hat man auch so vergessen, wann war das denn noch? Ist das wirklich schon ein Jahr auf oder ist es schon länger auf oder ist es noch gar nicht so lange auf? Aber bevor ich dann anfange zu experimentieren und sehe dann nachher aus wie keine Ahnung wer,
wird das halt einfach vorsichtshalber aussortiert. Und das steht jetzt als nächstes an, dass ich meine riesen Kosmetikschublade aussortieren möchte. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann nochmal ein Video zu sehen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann gebt mir doch einfach ein Abo. Und am besten, wenn ihr mich abonniert habt, drückt ihr diese kleine Glocke, dann werdet ihr auch darüber informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Weil wenn man nur abonniert, ist das im Moment irgendwie, dass manche Videos gar nicht mehr den Abonnenten ja, angezeigt werden, dass da ein neues Video ist. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall auch die kleine Glocke drücken, dass ihr halt darüber benachrichtigt werden möchtet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, dann gibt es beim nächsten Mal nochmal ein Aussortiert-Video. Falls es euch nicht gefallen hat oder ihr irgendwelche Anregungen habt, wie ich mein Video verbessern könnte, falls es nicht so gut war, oder was ihr vielleicht wissen wollt, wenn ich Produkte aussortiere, schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend und ich würde sagen, bis dahin, tschüss!